So, ich habe jetzt noch ein paar Sachen umgestellt, um die Performance noch weiter zu optimieren. Ich hoffe, das gefällt euch so und ich hoffe, es sieht noch besser aus als vorher. Ja, dazu habe ich wieder ein paar Einstellungen runtergestellt bei OBS, ein paar andere Sachen umgestellt. Also ich habe nochmal ein komplett neues Profil für Remnant of Ashes angelegt und da die Sachen so umgestellt, wie ich sie gerne hätte. Natürlich sieht dadurch das Spiel ein bisschen, nicht nur ein bisschen, sondern viel schlechter aus. Aber ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen, denn ich kann das auch nicht ändern. Dadurch ist die Atmosphäre leider viel zu hell. Aber ja, die Welt geht davon auch nicht unter. So, erstmal wieder ein Checkpoint, was sehr solide ist. Denn ich brauche jetzt diesen Checkpoint. So. Diese Aufnahme ist auf jeden Fall wieder am Start. Ich werde mal schauen, wenn Remnant of the Ashes immer noch nicht so die Qualität erreicht, die ich gerne hätte. Dann wird dieses Spiel ja eh abgelegt. Kann man so sagen. Dann mal schauen. So, erstmal wieder hier geguckt. Mit der Person habe ich schon mal gesprochen. Deswegen ist mir das alles ein bisschen egal. Ich werde jetzt einfach Leertaste spammen, was man natürlich leider hört. Oder auch nicht, wenn ich mich kurz mute. Solide. Die schwierigen Gegner kommen noch. Mann, jetzt bin ich schon wieder gestorben. Weil ich so schlecht gespielt habe. Muss man einfach sagen. Ich habe wirklich schlecht gespielt. Ich hätte das viel besser machen müssen. Irgendwann habe ich jetzt wieder ein bisschen Scrap. Und ein bisschen Eisen. Das ist immer sehr solide, sowas zu bekommen. So geht's jetzt wieder los. Zum Anfang war ich halt ganz gut dabei, aber das Problem ist, dann kam irgendwie 20 auf einmal. Alter.
Die ist jetzt schon wieder Half-Life. Dammit. Ernsthaft? Was muss ich denn da machen, um die zu besiegen? Ab dem Moment, wo die zwei... Ist das... Spiele ich gerade auf hart oder so? Ich meine, es kam irgendwie leichter vor. Und da spiele ich einfach nur... Liegt vielleicht daran, dass ich halt falsche Dinger habe. Oder noch nicht alles abgegradet habe. Deswegen kommt es mir wirklich schwerer vor. Erstmal Elder Knowledge noch einmal, aber es ist komisch. Ich spiele auch gerade wieder schlecht, bis zum geht nicht mehr, obwohl die Headshots auf jeden Fall ziemlich besser sitzen. Und so ein bisschen mehr Scrap wieder. Dann habe ich wieder gefailt, das nervt auf jeden Fall. Das Problem ist, die Bogenschütze sind halt zu krass. Mich da getroffen. Und die ist jetzt schon Half-Life, weil ich die nicht töten kann. Die ist jetzt schon tot. Kann ich dir irgendwie mitteilen? The bonds begin to slip. Don't falter. Ja, das ist jetzt Game Over. Ja. Ey, immer noch ein Trade Point. Ich level dadurch auch ein bisschen. Ich weiß nicht, woran es liegt. An meiner Inkompetenz oder nicht. Aber, ja. Diese Bogenschützen zum Anfang sind halt zu krass. Das ist so meine Ansicht. Die sind halt, dass da immer zwei kommen. Aber hey, das Gute ist, ich farm immer dadurch Scrap. Man kann auch... Ja, ich explode hier. Ich mach keine... Also ich mach das extra. Ich verliere extra. So müsst ihr das sehen.
to slip. Warum gehen die straight dahin und, weißt du, die Großen gehen alle auf die Kleinen alle auf mich. Aber das Geilste ist, kaum drehe ich mich auf die Großen, gehen alle Kleinen hin und alle Großen gehen auf mich. Ah, verdammter Mist, ey. Ich werde jetzt wieder einmal wieder die ganze Zeit die Klappe halten, um mich richtig krass zu konzentrieren. Vielleicht muss ich ja wieder 4 drücken einmal. Besser gesagt 3. Den langsamen Sturz, dass ich halt durchgehend verliere. Weil ich die halt nicht töten kann. Ich komme immer von der Seite, wo ich sie nicht sehen kann. Das ist das Problem. Ich muss hier stehen bleiben. Problem ist, ich muss die Bogenschützen halt töten. Ja, viel besser. Begin to slip. Don't falter. This ain't good. Ich wurde gestaggert. Ich wurde gestaggert von hinten. Mann, ey. Warum ist das überhaupt möglich? Ich war in der Rollanimation und wurde gestaggert. Oh. Also gestunt in dem Fall. Ich konnte mich nicht mehr bewegen. Und natürlich, ich habe so gut gespielt. Nur weil ich 2 Headshots nicht getroffen habe, bin ich jetzt gestorben. Das ist halt das Problem. Weil ich zu schlecht war, die Headshots zu treffen, bin ich jetzt nochmal gestorben. Ich meine, ich exploite natürlich. Was auch sonst. Es ist halt so nervtötend. Es ist halt so unglaublich nervtötend. Ich hätte es geschafft, weil ich die Bogenschütze gut weggemacht habe. Nur weil wegen so einem Spacko, ja. Begin to slip. Don't falter. Aber ich habe Explorer bekommen. Ich weiß nicht, was es macht, aber es hört sich gut an. Weak Spot Damage plus 1%. Dann mache ich das halt so.
Trades bekomme ich gleich eh noch ein. Alter, ist das nervtötend. Dass da, dass ich halt. Ja, dass ich da einmal gestaggert worden bin und dadurch wieder den Bossfight verloren habe. Einfach nervtötend. Und jetzt bin ich wieder, habe ich wieder verloren, weil der Große nicht mich genommen hat, sondern auf sie gerannt ist. Und das, obwohl der Große am nächsten an mir dran stand. Ja, das ist wieder lost. Das war so close. Not even, meine ich. Not even close. Alter, man kriegt voll viele Trades, fällt mir mal auf. Es werden, gibt auf jeden Fall noch zwei weitere. Danke. So, damit erstmal ein bisschen die Resistenzen weiter runterdrücken. Alter, mein Gott, war das wieder close, ey. Hier wieder ein Buch. Ich würde euch vorstellen, falls ihr mehr Spaß haben wollt, als Challenge, stellt's auf normal. Dann habt ihr mehr Spaß und weniger Challenge. Dadurch bekommt ihr zwar auch ein bisschen weniger an Loot, aber so, die Welt geht davon auch nicht unter. Im Endeffekt ist es auch nicht ganz so schlimm. Ich meine, die Sniper Rifle hier macht zwar viel Schaden, aber bringt halt auch nichts, weil sie halt viel zu langsam ist. Und sonst, ne, die Materialien hier, davon bekommt er halt weniger, aber davon braucht er eh nicht so viel. So. Gehen wir hier mal raus. Deswegen. Ah, hier ist noch eine Kiste. Super. Hier bekommen wir nochmal schön Scrap und alles. Und da müssen wir jetzt raus. Oder was heißt, wir müssen wollen. Ach, ich mache den gar keinen Schaden. Schade. So, dann werden wir jetzt vermutlich erstmal zum Mord gleich reisen. Und da uns weiter umgucken. Und vor allen Dingen erstmal die Upgrades machen für unsere Rüstung. Denn das brauchen wir jetzt wirklich. Yep. Das lohnt sich auf jeden Fall. Ich würde schauen, dass man ein paar Sachen nicht verkaufen kann. Weil dadurch wird es halt wie ein Dark Souls irgendwann das Inventar extrem voll. Und man weiß nicht mehr, was man eigentlich alles benutzen soll und was nicht.
einmal ran. Und gehen zurück. Yep, da einmal hin. Und dann werden wir auch gleich erstmal die Folge beenden. Wir haben leider noch nicht genug Scrap, um wirklich die Upgrades zu kaufen, die wir jetzt kaufen wollen. Ich glaube, wir haben nicht mal das Item dafür. Material. Nope, wir haben das. Ah, doch, Glowing Fragments. Oder? Nee, doch nicht. Auch nicht. Wir haben nichts von dem, was wir wirklich brauchen. Greetings, child. You have arrived. It is age you see. So, erstmal wieder leer. Looked, slay the be- Wait. One more boop. You carry the root. Great force. I can offer. Also, so, 1000 davon. Ich brauche eine Similarity Crystal. Das ist auf jeden Fall gut. Warum ich die ganze Zeit Leertaste spamme, weil ich mir das schon alles angeguckt habe damals und ich habe keine Zeit, wirklich das jetzt die ganze komplette Story nochmal zu machen. Und deswegen tut es mir da ein bisschen leid, dass ich das jetzt so ein bisschen, ja, anders löse. Gehen wir mal zu der Person hier hin. Thanks a lot for bringing another stranger. There's no way bringing a... Mental of Thorns, das bringt halt schon was. Ist halt gegen die ganzen Melee-Damage gut, Hotshot. Ist halt auch nicht schlecht, aber ich lasse es mal sein bisher. Ich weiß auch nicht, ob der Flammenwerfer stärker ist als... Stärker ist als hier... Guck mal, zum Beispiel die Upgrade-Menü. Warum kann ich die Sachen nicht verkaufen? Wenn ich ein bisschen Rüstung so wenn ich ein paar Waffen verkaufen könnte, die ich nicht benutze, wäre das halt so viel besser. Ich weiß zum Beispiel nicht, ob der Flammenwerfer, den ich irgendwann bekommen werde, stärker ist als diese Pistole. Interesting. Der ist jetzt auch auf 4. 2-2. Solide. Die muss ich noch auf 3 bringen. Was heißt, muss, will. Lohnt sich einfach. Mod Duration. 100%. Ich lasse die erstmal so auf 2-2-4. Later. Ich gehe nochmal kurz zurück, um mit den Leuten nochmal ein bisschen zu quatschen. Ich beende eh gleich die Folge. Ich werde hier nochmal was nachgucken wegen Rüstung. Das habe ich gerade vergessen. Nicht Upgrade. Bein. Range. Three. Increased total range and weak spot damage. Reduced threat. A spread of firearms. Ja. Das ist auf jeden Fall gut. Ich weiß nicht, ob das sogar... Also, das ist, glaube ich, sogar schwächer. Habe ich gerade das Falsche upgradet? Ja, das ist, was ich meine. Ich habe gerade das Falsche abgegradet. Ich Dummerchen. Ich Vollidiot, besser gesagt. Das ist, was ich meine, wo ich nicht checke, warum baut man das ein? Warum kann ich diese Scheiße nicht verkaufen, die ich eh nicht benutze? Warum? Jetzt habe ich das Falsche abgegradet, weil ich nicht darauf geachtet habe, weil ich dachte, ja, hier sind die Hüfte der Schuhe. Ah, Schuhe habe ich auch noch davon. Oh, ich habe sogar die falschen Schuhe abgegradet. Warum ist das so dumm geordnet? Nach dem Alphabet, ja, ich weiß. Party. Nervtöten gemacht, ey. Ah, fuck. Ja, jetzt möchte ich an. Vor allem, ich kann das ja nicht mal refunden. Ich kann das nicht mal verkaufen, verkraften, verbauen. Das ist so nervtötend. Jetzt habe ich meine 100 Eisen einfach in den Sand gesetzt. Weil ich es auch nicht rückgängig machen kann. Wie
safe out there. Jetzt muss ich das ausrüsten. Die Welt geht davon nicht unter, aber hey. Ne? Ja gut, wenn man sprintet, ist das halt ziemlich stark. Also wenn man sich bewegt. Mal schauen, wie gut es wird. Ich meine, wie viel hoch ist der Schaden? 3% per Schadenstack. Ja, das hoffen wir doch alle. So, dann gehen wir jetzt gleich mal weiter und beenden hier die Folge. Ich habe jetzt ein bisschen was in den Sand gesetzt. Vielleicht hilft uns das doch ein bisschen weiter. Aber ich wollte das eigentlich so nicht machen. Aber ja, den Hut nehme ich einfach nur als Deko-Element mit, weil ich es kann. ja, ich werde jetzt hier die Folge beenden. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei und man sieht sich dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder oder bei einem anderen Projekte. Und bis dahin, ciao, ciao und haut rein.